Julialeit, willkommen zurück auf der Gemeinderade am Montag. Ja, wenn es alles gut läuft, ist heute Montag. Wenn schon wieder durch in der Pappe. So, ich sitze hier in, ich weiß gar nicht, in unserem Fendt, ist der gekauft? Ich glaube, gell? Oder? Wenn ich den Kontostand sehe, könnte der gekauft. Ich hoffe, nee, der ist gekauft. Quatsch, ich habe hier gesagt, ich leih mir die Dinge hier. So sieht's aus, Leute. Oder habe ich, oh Mann. Nee, Moment, Hof Bergmann habe ich eine eigene. Gerade wird gemietet, also ist der gemietet, das heißt, wir müssen Gas geben. Jo, die erste Reihe machen wir selbst. Und dann, Moment, habe ich ja, nee, hab ich ja keinen Kurs von 13 Metern. Das kann dann der alternative Helfer machen. Den Rest vom Schützenfest. So, der ist voll. Wir sind voll. So, wo schmeißen wir hier das Rohr raus, ey? So. Bleib stehen, Kollege. So. Moment, gerade mal durchschwitschen. Was ist mit dir? Ah. Ja. Keine Ahnung, wo jetzt hinfährt. Ich warte ab. Da ist er da. Jetzt habe ich ein Problem. Ich dachte, ich könnte hier die erste Fuhre. Hm? Komm ich hier vorbei? Habe ich Rustzerstörung an? Nein, hier nicht. Die habe ich auf der Stappenbach aktiviert. Weil Stappenbach wieder mal ein bisschen was anderes ist. Ihr habt's ja, ihr kriegt es ja jetzt mit die nächsten Tage. Da wird ein bisschen was anderes laufen. Ja, schon ähnlich, ganz klar. Aber ein bisschen mehr mit Fruchtzerstörung und ein bisschen mehr, ja. Da mache ich ja was, was ich noch nie gemacht habe. Ja, nichts Kriminelles, nichts Schlimmes. Ja. Aber halt was anderes. Ich hoffe, es gefällt euch. Genauso wie die Rade und die Hof Bergmann. Ein bisschen vor noch ziehen, so, dann können wir den ausmachen. So, ja, ja, so ist das, gell. Toller Drescher, ehrlich, ey. Super. Gerade lenken, mein Freund, gerade lenken. Ja, und dann muss man nicht auf Korse, ne? Halt. Das war zu früh, Gas gegeben. Er läuft so schön ruhig, so schön leise. Da dachte ich tatsächlich, er wäre aus. So. Und weiter geht's. Wunderbar. Also jetzt die nächsten 14 Tage Minimum, ja doch, 14 Tage, kommt ja täglich nur eine Folge von jeweils einem Projekt. Heute ist Montag, die Rade, das erste Projekt, was heute Montag kommt. Dann kommt Dienstag Stappenbach, Mittwoch Hof Bergmann, Donnerstag wieder die Rade und so weiter und so fort. Und das zieht sich jetzt 14 Tage lang, weil Baba nicht daheim ist, ne? Normalerweise sollte man ja sowas nicht sein im öffentlichen Raum, dass man dann nicht da ist, aber Gott sei Dank, die Leute, die mich kennen, die, vor denen habe ich jetzt keine Angst, sage ich mal, dass die irgendwas anstellen bei mir. Und die anderen wissen ja nicht, wo ich wohne, das ist dann ganz gut so. Außerdem habe ich, muss ich sagen, extrem wachsame Nachbarschaft, also ne? Brauchst keinen Hund, sage ich mal. Die kriege alles mit, was du machst. Das ist das Schlimme. In solcher Zeit ist aber das ist das ganz praktisch. Ne? Dann weißt du, dass dein Häuschen dann gut behütet ist. Auf gut Deutsch kann man erfahren lassen, ohne dass es mitkriegen. So, das machen wir schnell selbst durch die Ecke so raus. Ne? Sehr schön. Oh, der hat er gut gemacht, der Papa.
Ja, mal gucken, wenn es steht ja schon mal gern Bock so, also nett ist auch generell für einen Livestream, weil die 2-3 Zuschauer, die schon haben, die dann im Chat was schreiben, da kann man sich wenigstens ein bisschen austauschen, direkt. Und das wäre eigentlich schon eine ganz schöne Sache, ne? Irgendwie so. Aber ich weiß nicht, wann und wie, muss man gucken. Ich werde es dann ankündigen dementsprechend. Und eigentlich ist es ja ein Reiz, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ja. Na, mal gucken. Nee, ich habe gerade im Kopf gehabt, das hört sich immer so gierig an. Vielleicht ist es ja auch so. Nur gedacht, vielleicht so dann mit spendentechnisch, ja. Weil man dann die. Komm her. Weil man dann die Zeit und so weiter ein bisschen honoriert kriegt, ja. Normalerweise ist das ja nicht so. Doch, eigentlich schon. Vor allen Dingen ab einer gewissen Abonnentenzahl. Da kriegst du so, kannst du davon ausgehen, kriegst du im Monat so, ja. Also mindestens 100, 200 Cent. Ja. Ja, es kann nur besser werden. Ja. Es ist ja auch schon sehr gut geworden. Also, ich habe natürlich absolut, wie soll ich sagen, keinen Vergleich, weil man das schlecht sehen kann. Ich kenne auch jetzt keinen großen LS-YouTuber persönlich, dass man da mal fragen könnte. Man hat ja die Erfahrung nicht, ja. Wie lange ist es, oder was ist, wie viele Abonnenten sind normal, wenn die jetzt, ja, man kann mittlerweile sagen, anderthalbes Jahr mache ich das Ganze jetzt hier und habe jetzt die 850 Abonnenten ungefähr. Ist es viel? Ist es wenig? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht rühre ich auch zu wenig die Werbetrommel. Vielleicht bin ich auch ein Exot hier in meiner Gegend, weil ich muss ehrlich sagen, von meinen Bekannten und von meinen Arbeitskollegen, die gucken das wohl ab und an mal, ja. Aber spielen weniger. Ja. Und deswegen hast du auf der Basis schon mal keine große Community. Ja. Das habe ich am Anfang immer so gedacht, die Burning Gamers, das ist ja so ein Grüppchen, eine Clique, wie auch immer. Ich weiß, ob die schon aus der Schule noch kennen oder einfach so das Internet kennengelernt haben. Aber die habe ich ja von Anfang an, waren das ein paar Leute. Und das ist eigentlich cool, ja. Wenn du da, der Werner macht zwar viele, und hat viele Single-Sachen gemacht, aber wenn du dann mal Bock hast auf ein Multiplayer-Ding, hast du einfach die Kollege angerufen und sagst, so Jungs, dann und dann, ne? Kopfhörer auf, Lenkrad in die Hand und ab geht's. Und das ist eigentlich cool dann. Da kannst du dann ganz einfach Dingenskirchen. Vor allen Dingen kannst du auch schnell absprechen. Ja. Mir wurde ja schon mal angeboten, auch vom lieben Sascha, ey, vielen lieben Dank, es ist echt, es tut mir so leid, dass das noch nichts geworden ist. Aber ich weiß halt nicht, wir haben ja schon mal uns unterhalten über, wie heißt das? Sag, siehst du mal, ich bin der vergessen, so lange ist es her. Gibt es da so eine Plattform, wo man so ein Chat kann, wie ist das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was ausgemacht und schon 2-3 Sachen hin und her geschickt. Aber dann haben wir halt festgestellt, dass ich aus Zeitgründen, ihr wisst es ja, zu 90% morgens ab 4:30 hier nur 2-3 Folgen aufnehmen, weil es das tagsüber Arbeit, logischerweise, ja, und am Haus arbeite und im Garten arbeite und mit der Familie, logischerweise, ja, was ja ganz wichtig ist, was unternehmen. Und da habe ich eigentlich die beste Zeit, morgens um die Zeit, und zu der Zeit schlafen in Anführungszeichen normale Menschen ja noch, gell? Gehe ich von aus. So, da haben wir ja das Vorgewende, ne? Da würde ich sagen, kannst du mal alleine probieren, ob du das auch so toll hinkriegst wie der Chef selbst, weil wäre ganz gut. So, auf die Haar. Zack. So, weiß, jetzt kommt gelb und grün, so schnell wie es geht. Auf gelb und grün. Mach hin, ne? Danke. Was mit dir, ey? Du bist, könntest du auch mal melden, oder? Anstatt dir das Profil abzuradieren, mein lieber Mann. Wo willst du hin? Das macht ja keinen Sinn. Wo war der jetzt? Der wollte ihn wenden. Hier der rote Punkt, kann das sein, dass er hier hin wollte?
Hier geht es tatsächlich hoch, ja. Das könnte sein, ne? Das könnte, er ist voll. Der wollte nicht irgendwie wenden, der wollte heim. Der wollte zurückfahren, Herr Kollege. Der wollte zurückfahren. Deswegen hat er, ist er da, ne? Hänge geblieben. Problem ist, wir haben es ja letztes Mal schon festgestellt, der kippt nicht ab, der Gute. Wir hätten müssen was ausprobieren. Moment, da machen wir das mal weg. Fast vollen Korntank. Ja, jetzt musst du warten, gell? Ich habe nicht für alles Zeit, Leute. Dann machen wir dann am Fermentersilo ein Abkippsymbol hin. Und den Abladepunkt. Das müsste aber funktionieren, hoffentlich. Sollen wir erstmal gucken, dass wir hier was löschen. Und zwar, was wackelst du denn so? Das liegt am Ladewagen bestimmt. So, Feld 44, was ist das? Ne, den löschen wir weg. Zack, den gibt's nicht mehr. Jetzt generieren wir ein Feld Furzaufzeichnung. Furzaufzeichnung beginnen. Das war Absicht, dass ich ein bisschen weiter aushole. Dass wir da Luft haben genug. So, und da gibt es ja genau das Abkippsymbol. Dann werde ich nämlich dort am Fermentiersilo das Abkippsymbol drücken. Weil das letzte Mal ist er ja durchgefahren. Und das möchte man nicht, weil das bringt mir dann gar nichts. Wenn ich da jedes Mal trotzdem abladen muss, habe ich da nichts gewonnen. So, jetzt wieder schön aufpassen, dass wir die, dass wir große Bögen fahren. Jetzt hat er einen vollen Korntank. Jetzt musst du warten, mein Freund. Das Schöne ist, wir haben 10 vor 10 am Morgen. Und ja, Zeit läuft auf 1. Wunderbar. So, sobald jetzt hier das Abkippsymbol für mich erscheint, müssen wir auch das Abkippsymbol für das Drescher, für den Anhänger drücken. So, jetzt machen wir hier den hier. Abladepunkt setzen. Ich hoffe, dass er jetzt auch da ablädt, wie er jetzt steht und nicht da vorne an dem Schild, ne? So, wir drücken gerade mal abladen. Ich hoffe, dass da genug reinpasst in das Fermentiersilo. So, fahren wir weiter. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert, ne? Wäre ganz schön. Klar, für irgendwelche Unfälle im Straßenverkehr kann ich da nichts. Das ist dann dem Traktorfahrer bzw. dem Autofahrer sein Problem, sein Fehler. Aber wir können zumindest zusehen, dass wir den Kurs anständig einfahren.
Oh, jetzt klingt es schon wieder. Ich wäre verrückt. Moment, aber das will ich ja erstmal zu Ende machen, gell? Sonst, ne? So, da ist er zu Ende. Das heißt wieder, F44 Fermentiere, so nenne ich es einfach, und zu F44 zurück. Zack, so. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das wegmachen. Dann brauche ich F44. Nee. So. Und den hier. So. Jetzt lassen wir, starten wir den da vorne am nächstmöglichen Punkt, ne? Wie normal. Jo, und dann sind wir mit der Folge auch zu Ende. Die nächste kommt dann, wie gesagt, am Morgen Stappenbach, Mittwoch, Dings. Am Donnerstag müsste die dann erscheinen. Erscheinen. So, mein Freund, wo möchtest du denn hin? Eigentlich haben wir vorgewählt, haben wir schon fertig, so wie es aussieht, oder? Dann wäre eigentlich... Ja, ich sehe jetzt kein Vorgewinde mehr. Dann müsste hier weitergehen. Schätze ich, schätze ich, schätze ich. Ich schätze, ich schätze. So. Wir werden es sehen, und zwar am Donnerstag. Wenn es euch heute schon gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo, würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und, jo. Dann wünsche ich euch einen schönen Montag. Und, jo, bis dann. Macht's gut. Tschüssi.